Ich bin hier mit der großartigen, ich liebe es immer mehr zu sagen, mit der großartigen Maria Groß. Mach meinem Namen alle Ehre, ne? Ja, absolut, absolut. Und die Maria hat an unserem Gewinnspiel ja als Divine Healing, Master of Divine Healing mitgemacht und sie hatte gestern ihre letzte Session. Und wir wollen jetzt ganz frisch und live davon erzählen, wie das war. Und jetzt in den 2 Minuten Vorgespräch hat die Maria mir schon erzählt, Schlaf war nicht so. Aber wenn ihr sie anschaut, sie strahlt trotzdem komplett von innen. Das ist unglaublich. Ja, ich Bitte kann dir mal erzähl mal. erzählen. Ja, Ja. also bei mir ist es halt so, ich habe zwei wundervolle Frauen als Gewinnerinnen gehabt, Mütter, junge Mütter. Und genau, die Anwendung habe ich jetzt letzte Woche gemacht, einmal Montagabend, Mittwoch, Donnerstag, Spätabend und gestern nochmal. Und diese Woche war halt so, ja, dass ich selber davon so angepowert bin anschließend, dass ich also von dieser Energie selber gar nicht zur Ruhe komme. Also die ist auch nicht nervig, sondern die ist einfach da und präsent und ich liege im Bett und bin hellwach, weil voller Power. Genau, eigentlich müsste ich dann aufstehen und Bäume ausreißen. Ja, also es fühlt sich gut an. Nächsten Morgen so wie jetzt nicht, die Augen sind ein bisschen klein, aber schlägt sich sie eher noch. Genau, nee, das macht unheimlich Spaß. Also ich bin da echt so glücklich mit meinen beiden Gewinnerinnen und ja, wir haben schöne Zeiten miteinander. Ja. Ja, erzähl mal ein bisschen. Also gestern Abend war offensichtlich wieder sehr intensiv. Ja, gestern Abend war also wirklich sehr intensiv. Und zwar, ja, habe ich meine Anwendung gemacht. Ich war, also macht auch richtig Spaß, kommt bei der Gewinnerin auch gut an. Also ich mache dieses Wort Klientin. Ich weiß gar nicht, wie ich die Damen und Ladies beschreiben soll. Also für mich sind es ja Gewinnerinnen, meine Gewinnerin. Diese meine Gewinnerin, die hat das insgesamt das erste Mal die Anwendung, das zweite Mal die Anwendung sehr gut angenommen und ich war drin. Und dann zum Schluss war es halt so, dass er einfach auf hartnäckigste Art und Weise sich noch irgendwie eine Blockade festgehalten hat und die wollte nicht gehen. Und die saß im Nacken. Und dann habe ich ich sag jetzt mal, diese Blockade bearbeitet, dann wurde sie weniger. Dann habe ich gefragt, ist sie noch da? Ja, ist noch da. Nachgearbeitet, ist weniger. Dann war sie nur noch auf der linken Seite, diese Blockade. Ich habe es auch gemerkt, wie zäh. Und dann dachte ich, was kannst du jetzt machen? Irgendwie wurde ich innerlich schon, oh, diese scheiß Blockade. Und dann dachte ich, nö. Dann hatte ich eine Idee und eine Eingebung und habe meine Hände auf diese Stelle gelegt. Ich habe diese Stelle mit Liebe versorgt. Ich habe mit ihr gesprochen, was willst du sagen? Wir brauchen dich nicht mehr. So, also das, was du bisher geleistet hast, liebe Blockade, ist nicht mehr nötig, ist ja jetzt alles aufgelöst und du darfst gehen. Und mit dieser Energie ist diese Blockade dann wirklich, wirklich gegangen. Also, und dann, das ist eben das Tolle. Also da dieses Erfinderische, was kann ich jetzt machen? Was mache ich jetzt? Und dann ist da eine Idee und dann geht es halt weiter. Und die Kennerin hat mir erzählt, dass sie einfach für sich eben festgestellt hat, dass sie oft, also bei ihr so ein Thema Widerstand, ne? War so im Nachgespräch. Und dann habe ich ihr einfach geraten, sprech doch mal mit deinem Widerstand. Geh doch einfach mal ins Zwiegespräch mit deinem Widerstand, so wie ich die Hände aufgelegt habe und mit dieser Blockade gesprochen hat, was sie geleistet hat, wofür sie gebraucht wurde, dass sie jetzt nicht mehr gebraucht wird. Einfach mal mit dem, was ist, in Kontakt gehen und sprechen. Auch so eine Idee. Sprech doch einfach mal mit deinem Widerstand. Vielleicht möchte ich ja mal angesprochen werden und ein bisschen erzählen.
So, und das ist eben meine Erfahrung, dass ich so merke, dass das wirklich so im Flow ist. Das eine ist, ich sag mal, so ein bisschen die Methodik, es gibt ein paar Hilfestellungen, wie ich die Anwendung mache. Und dann sind aber Sachen, die einfach dann passieren, wo eine besondere Aufmerksamkeit hingehen kann und da. Und dann ist es einfach schön zu wissen, dann kommt auch die richtige Idee, was ich tun darf und kann. Das Genau. hast du mir ja so schön gesagt, eben, dass wenn du selber aus dem Weg rausgehst, wenn du mit deinem Ego, mit deiner Persönlichkeit rausgehst und einfach empfängst, was jetzt gerade zu tun ist, und dann weißt du es einfach, was zu tun ist. Und dann tust du das Richtige und dann, du überlegst nicht, ja? Du überlegst vielleicht einen Moment und denkst, Mensch, stellst eine Frage, was ist zu tun, aber Ja, dann genau. bist du Also das wieder war aus bei dem mir auch Weg. so. Also das war im ersten Moment bei mir auch so eine, oh mein Gott, zum dritten Mal diese Blockade. So was Hartnäckiges. Und dann dachte ich, dann ist sie halt hartnäckig und dann begegne ich ihr jetzt mal mit Liebe. Das war dann so eine Idee. So, und auf einmal merke ich auch, war eine ganz andere Chemie da, das war anders. Insgesamt, also ich konnte dem auch wieder ganz offen begegnen und es war einfach klasse. Und das ist eben dieses Schöne an Divine Healing, oder? Dass du das Richtige tust, wenn du da bist, wenn du in deinen göttliche Verbindung gehst, in deinen Empfangsmodus, musst du dir keine Sorgen machen, dass du etwas nicht tust oder dass du das Falsche tust oder dass du die Genau. Modalität falsch anwendest oder irgendetwas anders oder besser gemacht gehört. Wenn in dem Moment, wo du dich öffnest für Divine Healing, für die Divine Healing Energie, für die göttliche Energie. In dem Moment tust du das Richtige. Ich habe für mich auch festgestellt, also dieses Öffnen ist das Öffnen und es passiert gar nichts Großartiges. Ich habe anfangs auch noch gedacht, dass mir irgendwie warm werden muss oder ich muss irgendwie einen bestimmten Gedanken haben oder irgendwie eine bestimmte Befindlichkeit. Ich habe für mich jetzt festgestellt, ich muss es nur wollen oder ansprechen oder eben zulassen und dann. Dieses Beispiel mit meinem gequetschten Finger ist ja einfach ein super Beispiel dafür. Ja. Zack, ich weiß, ein gequetschter Finger, der gehört nicht zu mir, es gehört ein gesunder Finger zu mir. Ich bin heil und gesund und schwuppdiwupp, ist das der Gedanke. Ja, und ich weiß eben, dass ich ganz bin. Und dann ist es auch schon passiert. Und Ja. da muss man sich einfach öfter oder muss man sich die Gelegenheiten suchen Also oder es sich ist eine einfach andere. dieser Möglichkeit stellen und dann passieren eben diese Wunder, ne? Das ist einfach ein Weltbild, das du in dir verankern musst als Mensch, ja? Weil Ja. es so anders ist von dem, was wir als Menschen beigebracht bekommen, dieses Weltbild. Nö, es gehört nicht zu mir, ein gequetschter Finger gehört nicht zu mir. Ja, und es ist eben so, dass ich für mich bewusst sein muss, dass ich der Chef in meinem Leben bin. Ich Ja. treffe die Entscheidung. Da habe ich auch noch so ein schönes Beispiel von der zweiten Gewinnerin. Da hatte ich mich für Donnerstagabend verabredet, 21 Uhr. Dann saß ich da schon vom Zoom und hatte gar nicht mitbekommen, dass sie mir 6 Minuten vorgeschrieben hatte: Hilfe, mein Sohn, der will nicht schlafen. Was mache ich jetzt? Und dann habe ich geschrieben, nur die Ruhe. Er merkt ja, dass die Mama was anderes vorhat. Ja. Ne? Und dann habe ich mir gesagt, also dieses Zoom-Call, das fällt nicht aus. Wir machen das. Das Kind, es kommt zur Ruhe. Die Mama kommt zur Ruhe. Ich warte ein paar Minuten. Und dann wird sich das alles richten. Ich habe mit der Gewinnerin gar nicht wieder gesprochen. Dann war sie um 20 nach 9 da. Ganz relaxed, das Kind schläft und sie war total entspannt, ich war total entspannt, weil wir alle diese Energie hatten. Wir wollten, dass es stattfindet.
ob das jetzt 5 Minuten eher stattfindet oder ich mir sage, oh, jetzt klappt das nicht. Also es war ganz egal. Es war nur wichtig, dass es jetzt stattfindet und alle entspannt sind. Und dieses Kind, das hat die Energie bekommen, die Mama, die ist nicht weg, bleibt, es kann in Ruhe schlafen und bekommt anschließend eine schöne, entspannte Mama am nächsten Tag. Das wird es auch sicherlich gewesen sein. Das mache ich selber. Ich erlaube mir dann nicht zu sagen, oh Mann, und klappt das überhaupt und gehe in dieses Wischi-Wuschi. Ich könnte ja auch einen neuen Termin und warte ich hier. Nee, mir war klar, dass der Termin stattfindet. Dafür hast du entschieden. Ich habe das entschieden, genau. So, und dann war das also auch alles sehr toll. Ich bin ja mal gespannt, da kommen ja nächste Woche. Die haben sich auch so schön also sich hingegeben und sind so dankbar gewesen, alle beide. Und ich so dankbar, dass sie mir das Vertrauen geschenkt haben und ich wirklich so aus mir heraus diese energetischen Anwendungen machen musste. Und das Schöne ist ja, du kriegst ja jetzt nächste Woche noch die Testimonials für alle, die das jetzt hören und sagen, ja, die kann ja viel erzählen. Natürlich kriegen wir noch die Rückmeldung auch von den Gewinnerinnen. Gestern waren ja schon 2 da von der Josephine. Mhm. Und was mich auch so wahnsinnig freut, ist, dass die Gewinnerinnen, die keine Videos von sich machen eigentlich, dann wirklich in diese Kraft kommen. Ja, das muss man auch sehen. Ja. Und dieses Video machen, dieses Testimonien machen und das okay geben und sagen, die Welt darf davon erfahren. Das freut mich so, so, so sehr, weil das ist ja nicht selbstverständlich, dass man sich da wirklich bereit erklärt und sagt, ja, das ist so, so schön gewesen, dass ich möchte, dass andere davon auch erfahren. Und das berührt mich zutiefst an diesem Divine Healing, weil es eben göttlich ist, weil es in kompletter, reiner, reiner Liebesenergie passiert. Ja. Und deswegen passieren die Wunder nur auf dieser Frequenz, sage ich mal, passiert diese Transformation. Ja. Aber alles, was halt versprochen wird und sagt, ja, sofort und einfach und nur einmal und so weiter und so fort. Ich finde, das darf man nicht versprechen, weil es kann sein, wie bei deinem Finger. Ja, es kann sein, aber es kann auch ein Prozess sein. Also bei mir war eben auch noch eine Sache wichtig. Ich hatte ja die eine Gewinnerin, die hatte schon mal eine Anwendung mitgemacht, die wir im Rahmen unserer Ausbildung hatten, ne? Genau. Anbindung und hatte da auch ganz intensive Erfahrungen gemacht. Und dann habe ich gemerkt, bei mir, die hat schon Erfahrungen gemacht. Und ich habe für mich beschlossen, das, was ich mache, sind ganz andere Erfahrungen. Ich habe mich da komplett rausgenommen und habe gesagt, alles ist immer einmalig. Lass es einfach wirken. Lass es für dich geschehen. Vergleich es nicht mit dem, was du erlebt hast. Lass ich einfach ganz frisch auf dich und mich jetzt ein. Das habe ich nicht in erster Linie gesagt, um sie zu beruhigen oder Klarheit zu schaffen, sondern ich habe das für mich gemacht, weil ich wollte, dass ich nicht in dieser Energie hänge, dass ich irgendwas, ich sag mal, leisten muss oder dass da irgendwie ein bestimmtes Ergebnis sein soll oder. Mir ist einfach nur wichtig gewesen, dass also ich in einer vollen, ich sag mal, Kraft und Freude an der Sache sozusagen alles gegeben habe und das hat sich dann eben, das wirkt sich dann auch aus, weil diese Energie ja ankommt. Das, genau das. Die Rückmeldung ist dann eben immer sehr schön. Ja, weil deine Intention dominiert die Situation. Immer. Ja. Immer. Und wir sind uns oft nicht bewusst, mit welcher Intention wir in eine Situation reingehen. Genau. Und da wirklich diese Klarheit zu haben, jeden Moment, das ist eben auch etwas, was man auch lernt bei Divine Healing, oder? Wo du wirklich diese Power in dir merkst, wo du wirklich spürst, dass es einfach das ist, was du zulässt. Immer. Genau. Und es ist nicht so nett,
Immer. Weil wir manchmal ja die Dinge nicht so gut zulassen, vor allem für uns selber, ja. Das Schöne ist ja, wir sind ja die Meister da drin, das große Universum, alle Wunder für andere zuzulassen. Das ist ja das Schöne, warum, wenn wir zwei und zwei zusammenarbeiten. Weil wir solche Räume eröffnen für die andere Person, das uns so leicht fällt für jemand anders, weil da eben dieses Ego nicht dazwischen ist. Und deswegen ist Divine Healing für sich selber super, super wirksam. Aber in Zusammenarbeit mit einer Person habe ich das Gefühl, wird es wirklich potenziert in der Energie. Hast du die Erfahrung auch gemacht, oder? Ja, genau. Also das ist so, so für sich. Also ich konnte dann auch nicht ganz so gut ran. Also wenn jemand mich begleitet und eine Anwendung macht, dann bin ich wesentlich präsenter. Vielleicht auch, weil ich einfach also mich ja selber kenne, wo ich mich ablenken lasse, wie ich spreche und bla bla bla. Und wenn jemand anders das macht, dann ist das ist der Fokus anders. So. Und weil ich dann fokussiert bin auf das, was der andere sagt, tut, erlebe ich das anders. Lass mich darauf ein. Ich finde es aber auch einfach so schön, dass man wirklich Vertrauen zueinander kriegt, ja, weil wir sind ja irgendwo so ein bisschen auf Einzelgänger und ich kann das schon und ich brauche niemanden und so weiter konditioniert, oder? In dieser, sage ich mal, männlichen Dominanzenergie unserer Gesellschaft. Und dass wir jetzt lernen, dass dieses Miteinander und Füreinander, dass das einfach großartig ist. Also ich bin immer wieder begeistert, wenn sich Menschen darauf einlassen, wirklich darauf einlassen, wie tief diese Transformation gehen kann. Und das liebe ich so sehr an diesem Divine Healing. Ich kann mich gar nicht weiter begeistern, weil es einfach das Reinste ist. Du kannst keinen Schindluder machen. Du kannst nicht irgendwie, du bist gar nicht in der Lage, deine eigenen Limitierungen zu projizieren. Das kriegst du gar nicht hin in dem Moment, wo du wirklich in diese wahre Verbindung gehst. Kriegst du nicht hin. Da ist der grenzenlose Raum offen. Das ist so, so cool. Ja. Und das ist eben noch so ein spannender Punkt. Also das habe ich für mich auch so entdeckt, dass also wenn ich in diese Energie gehe, die ja jederzeit und in jedem Moment und zacki-lucki zur Verfügung steht, verbinde ich mich mit etwas außerhalb von mir. So, und, oder außerhalb von deinem Ego-Vorstellung. Oder außerhalb von meinen Ego-Vorstellungen. Und wenn ich so, also ich sage das einfach so, für mich ist es so, ich hab Probleme damit, mit Meditation und mit irgendwelchen Affirmationen und Positivdenken, das habe ich auch alles schon gemacht, da bin ich nie in diese Tiefe und in diese Klarheit gekommen. Weil ich habe es so erlebt, dass ich immer irgendwie in mir mich bewegt habe, irgendwie was machen musste mit diesem, was ich empfinden musste, wie mein Herzschlag sein muss, ruhig oder nicht, oder wo ich mich hinbeamen soll oder nicht. Das hat mich in diesem menschlichen System so beschäftigt, dass ich immer nur ein Stück des Weges gehen konnte und nie den ganzen Weg, beziehungsweise nie ans Ziel, ich bin damit nie ans Ziel gekommen. Und ich habe jetzt bei dieser Art mit dem Divine Healing, also mit dieser Anbindung an die höchste göttliche Kraft, indem ich mich daran erinnere, sie ist ja immer da gewesen, jetzt kann ich mich damit verbinden, jetzt ist auch irgendwie High-End da, also ich kann ich alles abrufen und abgreifen und steht mir zur Verfügung und unermesslich und einfach und ich brauche keine Bedingungen erfüllen. Das hat für mich so viel, also so viel Glück gebracht und so viel Erlösung, weil ich immer gesucht habe und immer gedacht habe, Maria, du bist irgendwie ein bisschen komisch, weil dies passiert bei dir nicht und die Erleuchtung nicht und hier wird es nicht warm und so weiter. Aber jetzt weiß ich, dass es viel, viel schneller geht und dass ich
gar nichts machen muss. Und ich muss auch nicht warm werden oder irgendwas. Ich muss nur wirklich meine reinen Herzens sein. Also ja. Reinen Herzens. Also ich darf nicht im Ego und ich darf auch nicht was damit bezwecken wollen im Sinne von positiv denken oder so, wo ich denke, ah, das soll jetzt passieren, der Finger soll heilen. Aber eigentlich glaube ich mir das gar nicht. Wenn mein Ego sagt, das hat ja noch nie geklappt, wie soll das denn gehen? Ich muss mir das wirklich glauben, dass ich jetzt mich anbinde an meine eigene Göttlichkeit und dann halt meinen Finger. Weil es die logische Konsequenz sein muss. Ja, und der Unterschied zu diesem Positivdenken ist für mich, ich sage, mein Finger ist heile. Aber in mir ist immer noch diese Stimme, die sagt, nee, das glaubst du dir doch selber nicht. Hat doch noch nie geklappt. Das Beweis erstmal. Diese Stimme, die ist ja ganz leise und die will ich auch gar nicht hören, aber die ist da. Deswegen behindert die, dass mein Finger heilt. Deswegen meine ich, dass es eben aus, ich muss, also wenn ich rein Herzens bin, ich darf keine Ego-Scheiße damit einbauen, beziehungsweise muss es geschafft haben, darüber hinaus zu wachsen. Das darf alles Ego kann, das darf endlich mal auf der Strecke bleiben. Ich darf mich nur meiner hundertprozentigen Wahrheit und Göttlichkeit widmen. Und dann passieren diese Wunder. Ja. Sehe ich's. Und danach darfst du trotzdem noch als Mensch, sage ich jetzt mal lieber als Ego, das ist ja so schlecht belegt, als Mensch durch die Welt gehen und Ziele, Wünsche und Träume anstreben. Das heißt nämlich nicht, dass du irgendwie selbstlos in irgendeinem in einer Höhle leben musst. Im Gegenteil. Es geht ja darum, dass ich das entdecke, was, also wenn ich göttlich bin, dann kann ich alles. Und dann gucke ich einfach mal, was ich gerade wirklich für mich passend finde, was jetzt dran ist. Und also in der Höhle ist ja die Frage auch, was ich da erleben will. Kann ja auch mal ganz spannend sein. Aber genauso habe ich genauso wie die Limitierungen bei Heilungen, sage ich mal, bei Transformationen draußen sein müssen, dürfen eben die Limitierungen auch für unser Leben hier auf Erden in Materie müssen auch nicht da sein. Genau. Müssen nicht da sein. Und das, finde ich, ist etwas, wo wir jetzt hier mit leisten, diese Erkenntnis zu sagen, ich kann göttlich wirken für andere und für mich selber in einem wundersamen, für meinen Verstand. Ein Wunder ist ja einfach nur etwas, wo mein Verstand sich nicht vorstellen kann. Ja, das ist ja nur das. Und ich kann in dieser Wunderwelt leben. Ich kann das. Jetzt. Ja, genau. Und das ist eben auch eine Erfahrung von mir. Je mehr ich in diese Wunderwelt eintauche, umso unabhängiger fühle ich mich von der alten Welt. Also, ja, wie will man das erklären? Ich weiß das auch nicht, wie ich das erklären soll. Also, man fühlt sich einfach freier. Also, man braucht kein Netz und doppelten Boden, weil die Sicherheit da ist. Ne? Das ist es. Also das ist, bei mir ist das auch ein Weg gewesen, also ich bin durch alles durchgegangen, durch alle Tiefs und habe alles mitgenommen. Aber faktisch geht es darum, dass ich erlebe und oder die Gewissheit habe, ich kann alles tun eigentlich. Also ich bin nicht, das Irdische ist nicht mein Kompass, sondern gerade eben nicht mein Kompass, sondern mein Kompass ist, dass ich mir das, was in mir als Wunsch tickt, das darf ich mir erfüllen. Und vielleicht ist es auch so, dass ich springen muss und dann tut sich das Netz auf. Und dann ist alles da. Also, aber ich muss einfach immer diesen Ruck machen. Oh, ja, okay, jetzt muss ich. Jetzt geht's los. In der Stagnation, wenn ich stehen bleibe, habe ich keine Erlebnisse, keine schönen Erlebnisse. Also muss ich gehen oder muss mich anschubsen, dieser Motor muss in Gang kommen und dann passieren die Wunder. Oh. Ja. Versuche ich es mal zu sagen. Ja, so ist es. So ist es. Und vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss.
dieses Wunder von deinem Finger, nicht alle, ich bin ja jetzt hier sogar auf meinem privaten Profil öffentlich. Erzähl noch kurz das Wunder von deinem Finger. Ja, also das Wunder von meinem Finger. Also ich habe mir, weiß ich nicht, von der Woche, spät abends bin ich nochmal in die Küche, wollte noch irgendwie was zum Naschen mir holen, habe meinen Schrank aufgezogen. Das ist halt so ein Apothekerschrank, den zieht man raus. Und dann schubse ich den also lässig wieder zu und habe aber den Daumen dazwischen. Und ich habe den, also mit Schwung zu und den Daumen dazwischen. Und also es hat wirklich fürchterlich wehgetan. Es hat so gepocht und ich dachte, oh, jetzt fällt der Nagel ab. Und das tat so weh. Und dann dachte ich, nee. Ich hatte schon mal so mit Atemtechnik und Energie reinatmen und Licht und Farbe in eine Verletzung drauf konzentrieren, dann heilt das, hat aber nicht funktioniert. Dann habe ich mir einfach gesagt, ein Finger, der kaputt ist, der gehört nicht zu mir und meiner Göttlichkeit, bei mir ist alles in Ordnung, ich bin gesund, alles tippitoppi. Und mehr war es gar nicht. In dem Moment war der Schmerz weg. Habe ich mich gefreut, okay, habe mich schlafen gelegt. Und am nächsten Morgen, das war ja das Spannende, dann habe ich mich aufgewacht und überlegt, welcher Finger und habe ich noch Schmerzen. Dann gucke ich die Daumen an und ich kann also nichts sehen. Dann habe ich die Daumen gefühlt, die Daumen, weil ich gar nicht mehr wusste, welcher Daumen das gewesen war. Das war das Verrückte. Es war spurlos geheilt. Also ich weiß, was das bedeutet, weil ich hatte auch so einen Schrank bei mir im Hotel, als ich das Hotel noch hatte. Da hatte ich mir auch tatsächlich zweimal den Finger auch so eingeklemmt. Ne? Aber das war eine Geschichte, ja? Schmerz weg, Nagel weg, ne, ja. Blau, Nagel weg. Also richtig eine lange Story jedes Mal. Ja? Also ja, die Story, die man dir erzählt. Ja, genau. Der Film, der lief von dir ja auch ab. Der lief ja auch ab. Bluterguss, das drückt unter dem Nagel. Das habe ich nämlich schon am Fuß mal gehabt. Und dauert. Und Nagel nachwachsen. Das pluppte auch mal so auf. Und dann dachte ich, ey, jetzt kann die Weinheilige mal zeigen, was es kann. Also so. Also ich bin göttlich. Testen also, jetzt mal an mir. Ja, genau. Geht das jetzt hier los? Jetzt zeige ich mir, was damit geht. Das Schöne ist, ich war selber überrascht. Das hat mich also echt selber überrascht, dass das also so einfach ist. Und der Punkt ist ja, es ist so einfach, in diese Klarheit zu gehen, wenn es um einen Daumen geht. Ja. Ja. Um sogenannte große Sachen geht, ja, wirklich schlimme, unheilbare Geschichten. Ich will jetzt da gar keine Namen nennen, weil ich ja gar nicht sowas überhaupt projizieren möchte, dass es überhaupt unheilbare Geschichten gibt. Die sind ja nur im Kopf verankert. Aber es ist schwierig, ja. Aber das funktioniert genau gleich. Faktisch ist es das Gleiche. Faktisch ist es eben, wovon bin ich überzeugt? Bin ich davon überzeugt, dass ich der Schöpfer meines Lebens bin und einwirken kann? Oder bin ich davon überzeugt, dass wenn von außen was passiert, dass ich dann machtlos, schutzlos ausgeliefert bin. Das ist halt diese Mainstream-Information. Die bei mir echt verankert. Also ich bin nicht schutzlos. Ich bin immer ermächtigt. Und ich ermächtige mich und kann tun und wirken. Und das ist einfach wunderbar. Und ohne, da brauche ich überhaupt keine Schigimigi für. Ich bin immer handlungsfähig. Das ist einfach auch so schön. Ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Schluss. Wir wollen natürlich nicht aufhören, ohne zu sagen, dass jeder jederzeit die Maria kontaktieren darf, für eine Divine Healing Session mit ihr auszumachen und zu buchen. Es gibt jeden Monat von uns eine Ausbildung zum Master of Divine Healing. Das kann jeder machen, weil jeder ist ein göttliches Wesen. Wir machen auch nichts, was, sage ich mal, jeder nicht selber schon in sich hat. Es ist eigentlich eine Aktivierung, eine Bewusstseinsmachung, ein Klarmachen. Ein Erinnern.
ein Erinnern an deine göttliche Wahrheit, an deine göttliche Power, an deine göttliche Autorität und auch an deine, ja, wofür du hier bist, was eigentlich dein Auftrag ist sozusagen, ja, hier auf dieser Welt als göttliches Wesen und nicht als menschliches Wesen, das leidet und sich irgendwie kaputt macht und so weiter und so fort. Darum geht's nur. Und meldet euch auch bei mir jederzeit und wir wünschen euch doch einen schönen Sonntag, oder Maria? Sowieso. Mhm. Genau. Also, schönen Samstag, schönes Wochenende. Tschüssi. Viel Spaß. Schöne Zeit.